Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, genau an dieser Stelle sind wir das letzte Mal stehen geblieben. So. Und wollten heute natürlich noch ein bisschen weiter diesen wunderschöne Ding hier bauen. So, dann packe ich erstmal ein bisschen was weg, weil Kabelstone brauchen wir gerade nicht. Dann will ich noch ein paar Stonebricks haben, die Slabs kann ich mir holen und das hier. Die Workbench sollen hauptsächlich als Deko vielleicht ein bisschen hier mit rein, aber ist nicht schlecht, dass wir die dabei haben, weil dann können wir natürlich auch ein bisschen nebenbei ein bisschen was bauen machen und so. Ja, hier ziehe ich glaube ich nicht komplett durch, weil das wäre so schwachsinnig, wie ich das jetzt gerade mache. Weil, ja, hier, das soll ja noch alles dazugehören, das hier. So, das geht denn nicht hier so lang. So. Erstmal zwei hoch. Hauptsächlich damit auch dann keine Monster durchkommen. Klar, da vorne kommt das Monster durch. Ja, ich weiß, Leute. Ganz so blöd bin ich auch nicht. Hätte ich das so, ne? Die Frage ist natürlich, sollte ich jetzt hier auch Zäune machen? Weil hier wird an sich ja erstmal keine Strecke lang gehen. Aber ich denke mal schon. Weil das dann natürlich ein bisschen symmetrischer ist. Und ich bin ein sehr großer Fan von der Symmetrie in Minecraft. Also, wenn man irgendwas baut, muss es auf jeden Fall symmetrisch sein. Also, nicht immer, aber in den meisten Fällen auf jeden Fall. So. Zack. Da muss hier natürlich auch hochgebaut werden. So wie da vorne dann. Ob hier geht der erste Stein hoch, ne? Sozusagen. So. Zack. Oh, bin ich runtergefallen. Das ist kein Problem. Hier so soll der letzte Punkt sein. Was macht das da oben? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier. So und so und zack, ne? Genau. So. Sollte ich jetzt nur nicht runterfallen? Dann kann ich das von hier oben auf jeden Fall komplett durchziehen. Das hier ist der letzte Stein, der geht auf dieser Reihe. Das heißt, so müsste das sein. Wenn ich jetzt hier richtig liege und das symmetrisch gebaut habe, wird wahrscheinlich eh wieder ein Fehler drin sein, so wie ich mich kenne. So. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Autsch. So, dann machen wir das hier einmal so. So, ich bin durstig. So. Zack. Und das erstmal hier so hoch. Ist hier, ne? Genau. Hier wird das rübergezogen. Autsch. Das war blöd. Und es wird Nacht, ich sollte auf jeden Fall gleich schlafen gehen, sonst sind hier gleich böse Moppes und da habe ich ja keine Lust drauf. So, das und das muss weg. Hier muss auch jeweils der weg. Und ich habe das Bett weggebaut für das Thumbnail, ne? Okay. So, eine Runde schlafen gehen. Ihr seht auch, wann ich das aufnehme, das ist recht zeitknapp. Dann wollen wir demnächst auch da noch rein. Hier müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie so einen Ausgang machen, so dass wir da hochkommen. Damit wir da dann natürlich weiterhin. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Dann brauche ich eben einmal die Zäune hier nochmal. Ich glaube, hier gehe ich aber auch auf Stonebricks unten runter, oder? Ja, weil dann passt das so. Ja, aber dann passt das so ein bisschen optisch mit der ganzen Angelegenheit hier. So, da liegen wieder Steine, die muss ich aufsammeln. Ich weiß nicht. Ich sehe auch ganz oft, wenn ich bei irgendwie anderen Display und sowas hier. Und der die Steine dann nicht aufhebt, die irgendwie da runtergefallen sind oder sowas. Oh, das tut mir ja mal in der Seele weh, sowas dann zu sehen, ne? Ich selber habe da auch voll die Probleme mit, wenn ich irgendwas am Bauen bin und dann bräuchte ich da zum Beispiel Platz, weil wegen, ich muss unter mir einen Stein abbauen oder so, weil ich dann nicht mal hochkomme und sowas. Und der Stein bleibt da unten liegen. Dann denke ich immer nur, ich brauche den doch. Man braucht ihn in den meisten Fällen nicht, aber es ist, man braucht ihn trotzdem. So.
Ich weiß nämlich nicht, wie das mit Zäunen ist, weil die sind ja auch an sich ja ein bisschen höher als ein einziger Block. Und da ist halt auch die Frage, ob die nach unten hin halt auch ein bisschen niedriger sind als ein einziger Block, so dass da kein Baby-Zombie durchkommt. Weil das wäre natürlich schon ein Super-GAU, wenn wir das hier so safe bauen, in Anführungsstrichen. Und dann kommt da ein Baby-Zombie durch. Das will ja auch keiner, ne? Also, müssen wir ein bisschen gucken. So, und dann hätte ich gerne hier irgendwo den Durchgang, der dann hoch zur Mob-Farm geht, weil, wie gesagt, die soll da oben ja im Berg rein. Müssen wir gucken, wie groß das hier ist. Da werden wir den guten alten Fackeltrick benutzen. So eins. Alle zwei Dinger machen wir ein Ding. Alle zwei, ein Fackel. Okay, haben wir schon mal gerade die Zahlen. Das ist schon mal gut zu wissen. Da habe ich schon wieder verkackt. So. Zack. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Fackeln. Gar nicht, war 1, 2, 3, 4, 5, dann sind wir bei der doppelten. 1, 2, 3, 4, 5 sind wir bei der doppelten, ne? Das war ja richtig. 1, 2, 3, 4 und die doppelte, genau. Das hier ist die Mitte, machen wir hier so ein. Haben wir so einen etwas größeren Ausgang. Das an sich auch nicht so schlimm ist, wenn der etwas größer ist. So. Und dann können wir hier dann anfangen, so einen Torbogen oder sowas zu machen, dass wir hier so raus können in die freie Freiheit. In Anführungsstrichen Freiheit. So. Dann würde ich dann aber auch direkt schon, glaube ich, da so schräg anfangen, oder? So. Zack. Kann man das so machen? Kann man, oder? Oder eine große. Weil ich würde dann, hier Eisenfences reinmachen und dann mit diesem Gate-Ding, dass man hier das nutzen kann. Oh, ich habe mein Faustschlüssel aktiviert. Ist vielleicht ein bisschen zu klein für den ganzen Bahnhof an sich, dann so die Proportion, aber okay, wir gucken mal. Eins, zwei, wir machen das mal so hoch gerade, überall. Ich habe auch noch Holz ja dabei, das will ich ja auch noch irgendwie verwenden, aber ich weiß ganz ehrlich nicht genau, wie ich das hier am besten noch unterbringen kann. Deswegen baue ich erstmal alles massiv aus den Stonebricks, sag ich mal. So hätte ich das gerne. Hier auch so. Da auch. Und hier so. Gut, wie hoch sind wir da jetzt? Lass uns ein, 1, 2, 3, 4 insgesamt sind wir da hoch. So, hier haben wir 2, 3, 4. So. Ich meine, nach hier können wir natürlich auch noch was rausmachen, weil da hat man auch richtig schön Platz. Da könnte man vielleicht so einen kleinen Strand oder sowas machen. Oder hier hat man allgemein viel Platz. Hier könnte man dann. Vielleicht kann man ja auch hier dann die Shops machen von den Monster Huntern. Wobei ich schon gerne in der Nähe von dem Mobfall an sich hätte. Ja, aber gut, müssen wir mal gucken. Dann machen wir das hier auch. Ecken hatte ich immer mitgenommen, ne? Ja, warum ich den hier nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht. Und hoch. Machen wir hier auch so. Zack. Und. Zack. Und hier das gleiche. Dann sollten wir auf jeden Fall überall die gleichen Abstände haben. So. Ihr seht auch gleich, warum ich das so mache. Zum Glück bauen wir keinen Flughafen, aber sonst wird er nie fertig werden. So, da müssen wir auch gleich noch wegmachen, das Zeug, weil es nervt mich, dass das da schwebt. Und das, obwohl das von der Map an sich her so generiert ist, nervt mich trotzdem. So. Und zwar können wir jetzt hier so. Ist natürlich ein bisschen blöd hier so, ne? Weil. Doch, kann man so machen. Kann man so machen, ja. So. Huch, ja, man kann sich auch die Dinger draufsetzen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Warum ich. Wo ich auf einmal war und alles. Zack. Natürlich ist das ein bisschen zu dick hier. Natürlich. Nee, dann machen wir einfach so. Sagen wir, hier so 1, 2. Und dann machen wir hier so weg. Weil wir vielleicht dann nochmal eine Zwischenebene irgendwie einziehen könnten oder so. Ich weiß noch nicht. Das war natürlich auch intellig klug, dass wir da oben das wegmachen. Was wir natürlich nicht mehr brauchen, Kappa. Oh nein, ich habe Kappa benutzt. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja schon mal gut. Dann haben wir hier so eine Mitte, sag ich mal.
Zack, zack. So. Ja, natürlich soll das optisch auch ein bisschen was hermachen, das Ding, ne? Das ist ja ganz klar. Ich komme halt irgendwo nirgendwo raus. Ich glaube, das kann man so lassen, das ist ganz cool so. Wenn wir jetzt hier auch nochmal sagen, hier so rein. Ist das ein Erdschwein? Schiebst du mich denn hier weg? So. Zack. Da muss man ja noch gucken, was man da vielleicht reinpackt an Gesteinsbrocken. Weil ich glaube, ich vielleicht mit diesem roten Zeug arbeiten wollen würde. War natürlich super schlau, aber irgendwie passt das so auch nicht ganz. Alter, ernsthaft? Du willst jetzt mein Essen? Danke. So. Also wäre natürlich am schlausten gewesen, das von vornherein so zu machen. So. Ich sage, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Oh. Dieser scheiß Zwang, dass man das immer aufheben will, ne? Und dieses Schwein, ne? Also wenn du mir jetzt auch noch Sack gehst, dann wirst du auch mein Schnitzel für heute. Ja. Das hat halt auch schon irgendwie was, ne? Also wenn wir jetzt mal das hier rausholen und das da zum Beispiel. Ich würde das vielleicht so machen. Huah. Hab's geschafft. Dann hier einmal rein. Ich weiß, da oben ist ein Stein, das ärgert mich selber. Gucken wir, ob wir da gleich noch rechtzeitig hinkommen, bevor der despawnt. So. Warum ich das Glas dabei habe, fragt ihr euch. Glas will ich eigentlich. Gucken, ob wir das hinkriegen. Nur für die Decke machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute. Das sieht echt not bad aus, Mann. Das sieht echt not bad aus. Kann man so lassen? Finde ich auf jeden Fall, dass man das so lassen kann. Backpack. Wir haben leider keine Stairs mehr. Da müssen wir uns einfach welche machen. Also für Stormbricks haben wir gerade auch nicht mehr in der Tasche. Das ist natürlich auch nicht so der Oberbrüller jetzt, die paar Stairs, die ich jetzt hier habe. Holen wir uns nochmal hier so ein Stäckchen raus. Zack, das sollte auf jeden Fall fürs Erste ein bisschen was sein, dass wir ein bisschen was vorankommen. Da muss halt auch irgendwas rein. Ich weiß noch nicht genau was. So, dann einmal wieder raus hier. Und dann machen wir hier erstmal überall die Stairs hin. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen jetzt, weil man kann sich ja auf alle Stairs sozusagen setzen. Oh. Ja, ich weiß, hätte ich nicht runterspringen müssen. Für eine blöde Treppenstufe wird es nicht gelohnt. Aber ja. Und ich vergesse zu springen, das ist natürlich auch gut. Ich vergesse schon wieder zu springen, das ist natürlich noch besser. Jetzt habe ich es mit Sprinten gemacht sogar. So. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das machen will. Ich würde gerne so wirklich, dass das Dach so ein bisschen aus Glas besteht. So nicht 100% zu 100%, aber so ein bisschen. Aber so ein bisschen. So, wo ist der Scheiß? Jetzt hier, genau. Zack. Wunderbar, dann müssen wir einen Andesit reinpacken, haben wir gar keine bei, deswegen machen wir es auch nicht. Und wird schon wieder dunkel. Alter, was ist denn hier los, Mann? Was sind bereit? So, dann kommen hier auch nochmal eben die ganzen Stairs drauf. So. Ich weiß, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr massiv, weil das nur aus Stonebricks besteht, das ganze Gebäude, Dingsel. Was habe ich denn hier gemacht? Habe ich hier noch nicht nach vorne gezogen gehabt? Also nicht ganz. Hier habe ich das auch so, oder? Ja, hier komme ich direkt da drauf. Und hier würde ich auch direkt drauf kommen. Na, dann habe ich da ein bisschen geschludert, würde ich sagen. 360, zack. Oh, schade. Ja, da habe ich da echt ein bisschen geschludert, aber ist jetzt auch nicht das Problem, das sollten wir gefixt bekommen, soweit. Das ist ja jetzt hier das wenigere Übel. Aber gut, schlafen und mit Tag, damit wir die ganzen Mobs bei uns dann haben.
Was wir an sich machen könnten, ist, dass wir von vornherein sagen, kloppen hier mal eben, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel rauskloppe. So. Zack. So ist glaube ich okay, ne? Okay, fangen wir mal von unten an. So, dann haben wir jetzt gerade das hier und das hier brauchen wir. So, eine Reihe so, das bedeutet, wir müssen jetzt zack, zack. Wenn ich richtig liege, ne? Und hier unten rein dann. Ja, das sieht schon mal gut aus. Dann kommt da jetzt. Ich glaube da oben auch, ne? Eine Sicht Stonebricks drauf. Ja. Dann kommt da oben weiß in die Ecke. Eigentlich sollte ich erstmal hier oben das machen. So, und zwei weiß, dann Stonebrick und dann rot. Okay. Zwei weiß, Stonebrick und dann rot. Beides rot. Ja. Und rot zieht sich dann jetzt einfach hier so runter, oder? Rein theoretisch. Doppelt zieht es sich runter. Okay, dann habe ich da auch verkackt, weil da habe ich eine zu dünn. Dann muss hier überall auch noch ein bisschen rot rein. So, richtig? Fast. Da muss noch einer hin. So, das sieht schon gut aus. Dann auf jeden Fall hier das Weiß weiterhin. So, zwei. Auf jeden Fall kann ich hier einen Stormbrick. Da muss wahrscheinlich wieder ein roter und da und da. Das heißt hier überall Stormbricks so hin. Dann sollte ich jetzt eigentlich nur noch hier so machen müssen. Zack und zack. Richtig? Richtig, richtig, richtig. Ob das wirklich richtig ist. Sieht ihr, wenn das Licht angeht. Und? Wunderbärchen. Gefällt mir zwar nicht so ganz, dass das ganz an der Wand ist, das eine rote. Aber das sieht doch schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Müssen wir jetzt hier natürlich auch noch einfügen. Das heißt, hier kloppen wir auch mal eben alles so ein bisschen grobflächig weg. So. Zack. Ist das eigentlich schon Maximumhöhe? Ja, ne? Ja. Nase juckt, Entschuldigung. So. Dann machen wir das hier genauso. Du hast erst alles hingebaut. Ich mach das wieder weg. Ja, mach ich. Hab da gut erkannt, habt ihr das. Meine Nase ist am Jucken und sonst was. I don't know why. Oh, das war natürlich ein bisschen hoch jetzt hier, was ich da weggekloppt habe. Aber das kann man ja wieder reparieren. Das ist ja jetzt nicht so das Problem, ne? So, dann fangen wir wieder hier an. Machen zack, zack. So, und so hatten wir das, ne? Wunderbar, dann kommt eine Schicht Stonebricks. Zack. Irgendwie sieht das jetzt schon wieder komisch aus, weil das irgendwie platzmäßig, glaube ich, ein bisschen eng wird. Aber gut. Und so, und so, und so, und so, und so. Da noch ein ran, ne? Genau. Leute, hier kommen jetzt Stonebrick. Und hier die roten, ne? Wunderbar. Ich bin ziemlich krass, weil ich so platzieren kann. Sachen, Blöcke und so. Wunderbar. Haben wir das gleiche Muster da auch? Dann kommt das hier auch rein. Dann haben wir das geschafft mit den Mustern. Das ist auch schon mal was. Zack. Und so. Ja, sieht schon mal gut aus. Da hat jetzt schon mal so aus, als müsste das da hingehören. Und wenn das das tut, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Dann kommt wieder weiß. So und so. Wunderbärchen, Mann. Das läuft ja hier. Wir haben Schnürchen. Da hätte ich mir das vorher schon überlegt, wie ich das bauen will. Das ist krass, ne? Also, ja. Zack. Habe ich noch rote? Ich habe noch rote. Ja, sicher habe ich hier noch rote, Mann. Was für eine Frage. So, und... Na, toll. Jetzt habe ich natürlich den hier wieder falsch gesetzt. Und...
So. Wunderbärchen. Wir haben auf jeden Fall schon mal die dekorative Optik schon mal hier ein bisschen was geschafft. Das freut mich sehr. Da müssen wir nur gucken, wie wir das dann dicht machen. Ist. Wie gesagt, ich würde dann da irgendwie gerne Glas mit reinbeziehen. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Ich würde gerne so ein Glasdach an sich komplett. Aber da bin ich mir unsicher, wie wir das machen. Wir könnten hier zum Beispiel so machen. Öffnen wir mal den Backpack und holen mal eben Sprucewood raus. Machen wir mal eben so und zack. Ist das vielleicht nicht die schlaueste Idee, Holz zu benutzen, wenn es um ein Dach geht, wo es auch drauf regnet? Aber ja, machen wir trotzdem. Einfach nur, damit wir auch verschiedene Steinarten mit drin haben und allgemein verschiedene Sorten. Weil wir jetzt schon krass viele Steine benutzt haben. Wenn man so guckt, wir haben polierten Andesit, polierten Diorit, polierten Granit und Stonebricks und dann jetzt auch noch Holz dabei. Es sind schon viele, da haben wir auch noch die Holzzäune und sowas. Ist halt echt schon recht viel, was wir hier benutzen an Sachen. Ich glaube, ich würde einfach ein flaches Glasdach dann komplett drüber ziehen. Das wäre vielleicht eine gute Methode oder sowas. Ich weiß noch nicht. So, dann hier nochmal eben den Klotz weg. Zack. Und dann werden wir auf jeden Fall nächstes Wochenende uns um die Mobfarm kümmern. Also ich werde die wahrscheinlich schon vorher machen. Aber fürs nächste Wochenende ist dann als videomäßig die Mobfarm an sich geplant. Falls ihr dann Ideen habt, wie gesagt, für Shopkeeper und all sowas, egal was, schreibt mir gerne in die Kommentare. Freue ich mich auf jeden Fall dann drauf. Und hier könnten wir einfach mal so das verfahren, weil es vielleicht cool aussehen könnte. Zack, zack, zack. Es sieht vielleicht lustig aus, aber es sieht nicht so aus, was ich sage. Das ist schon cool, das will ich hier drin behalten. Nein. Oh, ich bin natürlich auch so ein Held, ne? Jetzt habe ich mir komplett hier alles zugebaut. Oh, ja, wir müssen natürlich auch wegen der Beleuchtung noch gucken, aber ich denke mal, da werde ich einfach ganz normal Fackeln irgendwo platzieren. Ja, dann würde ich das Dach gerne da, glaube ich, so schräg rüberziehen dann. Und dann das Glasdach. Problem ist, ich habe jetzt schon wieder so einen Einfall, der mich jetzt schon wieder nerven wird, aber gut, ich brauche einmal hier so das. Und hier einmal lang. Das wird später weggemacht, Leute. Das ist, keine Panik hier auf der Titanic. Das ist jetzt einfach nur gerade eben einmal provisorisch. Das ist mir blöd, hier eine blöde Treppe zu bauen. So. Dann müssen wir erst einmal nach oben. Und komm, hier ist gerade ein paar Stairs hin. Die werden wir mal gerade ganz schnell mit euch zusammen hier hinbauen, die Stairs. Also, passt auf. 3, 2, 1. Meine Stairs sind alle. Ich hole mir neue und dann sehen wir uns dann ganz schnell wieder. Oder so, ich weiß nicht. Backpack. So. Brauche auf jeden Fall jetzt ein paar. Zack. Und zack. Und dann nehmen wir hier noch den letzten Klüngelrest, packen den noch mit drauf und haben jetzt ein bisschen was. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und los. Bam. So, wie ihr gesehen habt, gerade irgendwie ein Schwein rein. Ich weiß nicht, woher das kam. Aber ist okay. Ich hatte jetzt als Vorstellung, oh, ich kann das sogar von hier unten machen. Das hier so zu machen, dass wir da noch ein bisschen mehr dimensionalen Touch reinbekommen in diese ganze Angelegenheit. Jetzt haben wir keine Dinger mehr. Und dann hole ich mir gerade kurz hier noch die eine Stair, die wir hier haben. Und da will ich, glaube ich, auch so machen, oder? Ja, nicht so, sondern ein bisschen anders. Zack. Ja, dann sieht man das Holz dann nicht so krass. Dann sieht man das durchs Glas so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Erstmal noch ohne schlafen gehen, sonst kommen Monster und die wollen einfach prügeln. Das ist nicht nett. Das werden wir an sich nur noch
nur in Anführungsstrichen, die Stairs bauen, Leute. Weil sonst wird der Part wieder zu lang. Und das kann ich mir upload-technisch nicht so leisten, wenn ihr das wisst. Ne? Wie vielleicht der ein oder andere weiß, habe ich jetzt nicht so das pornöseste Internet, auch wenn ich es gerne hätte. Oh, habt ihr es gesehen, Alter? Mit einem Sprung 2. Oh, da habe ich auch 2, aber die sind falsch. Da auch. Da auch? Okay, ich sollte aufhören damit. Zack. Den kann ich ohne Problem wegmachen. Den da auch. Und den auch. Okay, ich dachte, der wird vielleicht ein bisschen tricky. Ah, sieht vielleicht ein bisschen krass viel aus, aber es geht. Wenn man so von Weitem sieht, sieht das ganz cool aus. Das müssen wir hier auch. Und ich habe mir ja diese Hilfehalterung gebaut. Die brauche ich gar nicht, sehe ich gerade. Ja gut, hätte ich natürlich auch eher wissen können, dass ich da vielleicht so rankomme, weil ich habe ja ganz schön die langen Arme. Und nicht nur lange Arme, ich habe auch lange Füße. Weil sonst will ich da oben nicht rankommen. Was habt ihr denn schwer gedacht, Mann? Mann, Mann, Mann. Was habe ich dann für eine versaute Community hier? Na, was ist denn hier los? So. Und zack. Und zack. Ich will immer 2 auf einmal versuchen. Meistens klappt es nicht, aber ich würde es trotzdem versuchen. So. Zack. Und hier nochmal ein bisschen. Vielleicht könnte man hier auch sogar mit Slabs arbeiten, dass man nicht komplett dieses Treppenmuster hat. Aber es ist ganz cool. Und jetzt würde ich gerne, also ich kann es ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil Glas ist jetzt ja nicht das Problem, weil wenn wir, wenn das kacke aussieht mit dem Glas, dann kann ich das nur ja jederzeit wegmachen, weil wir haben ja eine, nicht nur eine, weil wir haben ja das Silk Touch bezacken und das sollte jetzt nicht das Problem sein, hier das mit Glas zu vollziehen. Ich muss mal eingucken, ich muss mal gucken, ob ich in die Einstellung vielleicht einstellen kann, dass man Glas auch mit diesem Brückenmod benutzen könnte, dann könnte man vielleicht irgendwie das so machen. Dass mit einem ganzen Knopfdruck hier die ganze Anlage dann oben ohne ist, hätte ich mal gesagt. Also, ne, dass oben kein Glas mehr ist. Und dann könnte man so lüften oder so. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Aber muss ich gucken, ob ich das einstellen kann und ob das so sich lohnen würde dann. Also, man muss ja auch so sehen, dass es auch für andere appetitlich ist, sag ich mal, dass sich das da lohnt, dass man das auch so anders benutzen kann und nicht nur hierfür. Aber gut, wir gucken jetzt mal runter. Oh, wir haben uns abgeholt, sehr geil. Ich finde gar nicht mal so schlecht, wenn wir da jetzt noch Glas haben. Wir müssen da überlegen, was wir dann noch für ein cooles Muster so reinpacken. Aber das ist schon mal geil. Das gefällt mir schon mal, der Bahnhof. Brauche ich natürlich nur ein bisschen mehr Glas. Aber mir gefällt das an sich. Hier muss dann natürlich dann noch ein paar Eisenzäune rein, die ich momentan nicht dabei habe. Deswegen machen wir das provisorisch mal eben gerade hier mit dicht. Nicht, dass hier der Monster reinkommt. Wir müssen natürlich nur ein paar Fackeln verteilen. Aber ansonsten ist der Bahnhof jetzt im Groben und Ganzen schon fertig. Was ich schon mal super gut finde. Hat nur 2 Folgen gedauert. Alter, Glas werde ich dann einfach aufs Ski nochmal reinpacken, den Rest. Und ja, ist ganz cool geworden. Muss halt jetzt nur auch ein bisschen Licht hier machen. Das heißt, wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Passt nicht ganz. Dann machen wir 1. 2er Abstand. 2er Abstand. Sollte nicht passen, weil wir ein symmetrisches Ding haben, ne? Machen wir 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3. Zack, zack. So, dann machen wir das eben noch gerade weg. Ja, ist halt jetzt erstmal Fackeln einfach nur so. Dekomäßig könnte man hier noch was reinpacken. Das stimmt auf jeden Fall. Aber was wir da reinpacken, weiß ich gerade so noch nicht. Das heißt, falls ihr da eine Vorschläge oder Ideen habt, dann haut die doch mal gerne raus. Das wäre auf jeden Fall nice. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Fackeln hier verteilen. Und dann werden wir uns natürlich, wenn das natürlich nur wünscht, ist natürlich keine Pflicht,
Aber mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann im nächsten Part wiedersehen von Minecraft. Weil, wie gesagt, Minecraft momentan Spaß macht. Und wir hier als ich Vanilla nur mit ein paar anderen Sachen spielen und dann nicht so krasse Mods haben, dass man das so schnell auch durch hat, das ganze Spiel. Da will ich einfach provisorisch mal gerade hier so ein paar Fackeln reinsetzen, dass da nichts drin spawnt. Da muss ich mal gucken. Vielleicht weiß der Armin da eine kleine Idee, was man da reinpackt. Aber gut, das war es jetzt erstmal soweit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Minecraft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye, euer kleiner Tom.